Mitten in Berlin hat der deutsche Fruchtgummiproduzent Katjes einen Fonds gegründet. Mit Katjes Green Food will das Familienunternehmen hippe Ernährungstrends vorantreiben und davon profitieren. Acai-Püree, Mango-Püree, Kokosmilch, Bananenpüree, Agavendicksaft, Zitronensaft, Acerola-Pulver. Kalt gepresst. Nicht mit Hitze pasteurisiert, sondern über Druck. Das ist eine ganze Innovation in dem Bereich. Der erste Ready-to-Eat-Acai-Bowl der Welt. Die Geschäftsführerin investiert in Nahrungsmittel, die, wie sie glaubt, zukunftsweisend und umweltschonend sind. In Bacon-Chips ohne Schwein oder in Riegel aus Hanf. Zwischen 200.000 bis über 2 Millionen Euro legt sie dafür auf den Tisch. Das mag jetzt für Sie relativ banal klingen, ist aber wirklich unter Investoren eigentlich nicht so gegeben, insbesondere von Investoren, die mehr von der Tech-Seite kommen. Der Geschmack muss natürlich erstklassig sein. Also im Food-Bereich ist, wenn der Geschmack nicht erstklassig ist, kommt es nicht zum Wiederkauf. Und manchmal kommen Unternehmen, die finden eine Idee toll und sagen, momentan ist das ganze Plant-Based-Thema wichtig oder Alternativen zu Fleisch. Und dann schmeckt es nicht. Ein Markt, der wächst. Die Umsätze mit veganen und vegetarischen Produkten steigen in Deutschland deutlich an. 2018 waren es über 1,2 Milliarden Euro. Katjes Green Food hat bisher in 8 Startups investiert, unter anderem bei Haferkater, einem Porridge-Anbieter. Haferkater sind wir lustigerweise wirklich durch Zufall gekommen, weil die einen Pop-Up-Store am Hauptbahnhof hatten. Und ich bin da an einem Sonntag vorbeigelaufen und habe es probiert und fand den Geschmack fantastisch. Und bin dann ins Gespräch mit den Gründern gekommen und habe dann halt nachher erst verstanden, was das Konzept dahinter ist. Investiert haben wir dann am Ende, weil es ja wirklich das erste gesunde Frühstück to go ist im Markt. 2014 hat Anna Schubert zusammen mit ihren Studienfreunden die erste Porridge-Bar in Berlin eröffnet. Sie wollten was Neues anbieten und die Backshops herausfordern. Ich denke, es ist immer einfacher, wenn man Fleisch verkauft. Wenn man jetzt ein Frühstück hätte, ein Croissant mit Chicken drauf, würde sich bestimmt gut verkaufen. Es gibt genug Menschen, die das wollen, aber es gibt genug Konzepte, die das anbieten und wir müssen das nicht. 40.000 Porridge-Portionen gehen pro Monat bei Haferkater über die Theke. Hafer, Obst und Nüsse haben das Fleisch verdrängt. Wir haben damals einen kleinen Dönerladen umgebaut, das ganze Fett von den Wänden gekratzt und gesagt, okay, wir fangen mit unserem Haferbrei-Business an. Dann noch ein paar Monaten haben wir an einem Accelerator der Deutschen Bahn teilgenommen, die nach Startups gesucht haben, die die Bahnhöfe attraktiver gestalten. Es war vor allem Tech und wenig Food und wir waren einer der wenigen und konnten überzeugen mit unserem Porridge und haben 6 Wochen lang einen Pop-Up-Standort im Berliner Hauptbahnhof betrieben. Und der lief unfassbar gut. Ihr Konzept ist einfach. Das seit Jahrhunderten in Europa bekannte Hafergetreide nehmen, dazu unterschiedliche Toppings und Früchte anbieten. Als Anna Schubert und ihre 2 Mitgründer dann noch die Finanzspritze von Katjes Green Food erhielten, schafften sie den Sprung zur Kette. Mittlerweile gibt es das Porridge an 7 Standorten in 5 deutschen Städten zu kaufen. Und 2 weitere sollen 2019 folgen. Das stellt das Berliner Startup vor neue Herausforderungen. Gleichzeitig ist es natürlich schwieriger, weil man viel mehr Menschen erreicht und die Qualitätssicherung zum Beispiel schwieriger wird. Sich immer mehr Fragen stellen, was eine Verpackung angeht zum Beispiel. Wir sind ein hauptsächliches To-Go-Geschäft, das heißt Nachhaltigkeit, Verpackung widerspricht sich einerseits ein bisschen. Andererseits kann man natürlich immer seine eigene Verpackung mitnehmen und bekommt die aufgefüllt. Diese Fragen kommen immer wieder und die versuchen wir immer wieder richtig zu beantworten und auch so weiterhin zu wachsen. Zumindest in deutschen Großstädten ist veganes Essen inzwischen ein Trend. Hier erleben die meisten veganen Lebensmittel ihre Premiere. 15% der weltweiten Markteinführungen finden in Deutschland statt, dicht dahinter Großbritannien und USA. In Spanien und Frankreich sind es nur 4%. Ein Markt also für Industrieländer und damit lukrativ für die Investoren. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel stärker im Bewusstsein ist, weil ich glaube, dieser Zusammenhang wirklich von Ernährung und auch Umwelt ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das Bewusstsein dafür muss aber erstmal geschaffen werden. Und da sind wir, glaube ich, am Anfang. Besonders in Deutschland und USA sind die Leute schon so 2 Jahre weiter mit dem Verständnis dafür. Noch ist es ein Nischenmarkt, vor allem für urbane und junge Kunden, die es sich auch leisten können.